How-to-be-Zombie. Jetzt machen wir das mal voll. Wir haben uns jetzt jedes How-to-be angeguckt, abgesehen das von Zombie. Gut, da kommen wir mal rein. Im Laufe der How-to-be-Serie hatten wir schon so einige interessante YouTuber. Ja. Doch in den Tiefen von verstaubten Kisten. Gibt es noch CEO? Kanäle, die man gerne mal vergisst? Nun, das kleine CEO ist ein YouTuber, den sich sehr viele gewünscht haben. How-to-be-Zombie. Wow, das sind aber viele Kommentare. Angriff. Na gut, dann machen wir das halt. Also, wer ist dieser Mann mit Zylinder und Monokel? Finden wir es heraus. Lol. Wer ist der Germlitz Manuel? Ich bin der Germlitz Manuel. Macht doch gar keinen Sinn. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Willkommen zu How to be Zombie. Ziemlich geil. Dem erkläre ich euch in 5 Schritten, wie ihr in dem Fall jetzt zu Zimbelmann werden könnt. Und los geht's. Schritt 1 sind die Videos. Und bei dem ersten Blick auf seinem Kanal stellen... Oh, was hat er damals gemacht? Subnautica, geiles Game. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal selber angespielt habe. Celeste kenne ich jetzt nicht. Krass. Verdammt, wo ist denn der Clickbait? Junge, wir sind hier auf YouTube, das geht doch nicht. Ja, ich habe dir das mal angepasst. In seinen Videos zeigt er dann seine unglaublichen Let's Player Skills. Sei es beim Brückenbau. Ein kleiner Meister im Brückenbau schon geworden. Wartet. Perfekt. Oder beim Vorlesen von Texten. Oh, hallo. Ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet sind die Grimmikak-Sampusilien. Ist es Monster Hunter? Ich glaube schon. Sind einer der Neuen. Dieser Mann weiß, was er tut. Dieser Zombie, wie blöd kann man sein? Ach ja, dann versuch doch mal das hier vorzulesen. Gesundheit. Ja! Was mir spätestens nach dem dritten Video aufgefallen ist, der Mann ist ein sehr guter Verlierer. Also er regt sich eigentlich nicht wirklich auf. Selbst wenn der Moment manchmal echt total blöd ist. Ah! Ich schieße da 100 Schuss in den Air, dreht sich einmal zur Seite. Ich brauche ein bisschen Wolle, damit ich mir wieder so eine Chiseltasche herstellen kann. Ich nehme auch alle Farben gerne. Zombie! Ich war's nicht. Ist es dein Ernst? Ich glaube, man könnte ihn morgens in sein Müsli scheißen, der Typ würde so reagieren. Falls du das ja mal siehst, Zombie, kannst du mir ja in die Kommentare schreiben, was deine Reaktion auf so eine Sache wäre. Sagt der Zombie oder Zombie? Ich weiß, ich habe immer früher Zombie gesagt. Ich habe es mir abtrainiert, ganz ehrlich. Schritt 2 ist passend zu jedem Video der Humor. Eine Rubrik, die bei How to be a YouTuber fast gang und gäbe ist. Und ich würde den Humor als sehr ruhig und angenehm beschreiben. Also selbst wenn er sich über das sehr derbes lustig macht, kommt es meistens eher so ein bisschen... Zombie hat manchmal tatsächlich schon wirklich einen sehr derben Humor, aber ist auch sehr gut. Und man muss sagen, Zombie hat einen sehr subtilen Humor oftmals. Er droppt dann irgendwie sowas, was einem dann irgendwann später beim Schnitt auffällt und dann muss man ein bisschen kichern. Bleibt da noch ein bisschen. Dann schieße ich. Hallo. Was? Hä? Er sieht mich gar nicht. So, zeig mal dein hübsches Gesicht. Worüber lachst du jetzt schon wieder? Naja, weil die Fresse so hässlich ist. Lachst du dann auch über sowas? Ja, klar. Gerade für mich hat der Humor immer was sehr Sympathisches. Obwohl, nach meiner Meinung, Zombie ist kein Comedy-Let's-Play. Ich glaube, er sagt tatsächlich Zombie, oder? Und nicht Zombie. Ah, richtiger 2014er Paluten. Er ist dann eher so ein bisschen was Ruhigeres, so wie Gronkh. Schritt 3 ist die Freundschaft. Ja, denn ähnlich wie bei Paluten gibt es da auch ein paar richtig geile Animationen von Zombie. Komm mal her, ey. Pop, pop. Nein, ich wurde panisch. Oh, komm, fuck off, ey. Ich wurde panisch, ich hab mich einfach nur rumbewegt. Pop, pop. Ich hab gerade nicht aufgepasst, ich weiß gar nicht, wo... Let's Plays, man merkt, dass zwischen zwei Personen eine richtige Freundschaft... Oh ja, ich weiß, ich kenne das. Aber das müsste, glaube ich, Maudado und Zombie sein. Wenn man sich gegenseitig neckt oder sogar umbringt. Und gerade wenn sowas auf Versehen passiert, ist es einfach nur noch urkomisch. Ach, drück. Ah, ist doch mit Manuel. Hol's dir. Ah, Manu. Hä? Was hast du studiert? Nee, Moment, das ist... Wieso ist das denn jetzt... Wait, what? Das sind ja Maudado und Manuel. Was ist denn da falsch? Er hat aus Versehen... Ach so, stimmt. Das hatte er bei dem How to be Maudado kurz erwähnt. Aber an der Stelle muss ich mich bei Zombie entschuldigen. Denn wer sich erinnert, ich habe die Lache von Maudado auf Versehen bei How to be Zombie gezeigt. In der Harvard University for Intelligence People. für Intelligence einfach nur. Ich frage mich trotzdem, CEO, wie konnte das denn passieren? Wir klingen doch nicht alle gleich. Aber ich verstehe es. Ich habe so oft schon mal irgendwelche Sachen falsch geschnitten. Da gibt es noch dieses legendäre Video, was ich sofort wieder runternehmen musste. Das war irgend so eine Runde Minecraft Battle. Da war ich mit Smurf und Gomme mit Freaks LP. Junge, und da habe ich auch einfach die Musik nicht leise gedreht. Und boah, ey. Das hat Dislikes gehagelt. Oh nein! Nein. Sau komisch, auch wenn die Lache ein wenig gruselig war.
Alter! Nein! Wer ist da? Ja gut, machen wir weiter. Shit 4 ist die German Let's Play Stimme. Ja, tatsächlich, als ich auf Twitter gefragt habe, was Zombie so ausmacht, außer dass er wohl sehr gerne Memes postet auf Twitter, kam mehrmals die Aussage, dass seine Stimme manchmal ähnlich wie German Let's Play klingt, was ich allerdings jetzt nicht unbedingt bestätigen kann. Was ist das für ein Geräusch? Ja, doch vielleicht, aber Jones Play klingt eher so. Also vergleichen wir das beide nochmal. Aber eigentlich... Nee. Auf gar keinen Fall. Nee, ich hätte eher gesagt, dass eine Zeit lang, wenn sie diese Kopfstimme damals gemacht haben, das GLP und Tuddle sich ein bisschen, wenn sie dieses... Ich weiß nicht, was ist. Oh jo. Ja. Kennt ihr das noch von den beiden? Dass sie da mal ein bisschen gleich klangen, aber nee. Ist es ja scheißegal. Denn jetzt kommen wir zur Erkenntnis. Was kann man abschließend zur Zombie sagen, außer... So langweiliger Kanal, ey. So Leute, klickt hier drüben. Hallo. Okay, war nur Spaß. Ich muss zugeben, ich kannte Zombie vorher gar nicht so richtig. Ich habe kaum ein Video von ihm gesehen. Ich kannte ihn nur durch ungespielte Let's Plays oder so. Aber ich mag Zombie. Das Ding ist halt, er vermittelt gute Werte. Verzichtet zum größten Teil auf Vulgärsprache. Ja. Auch wenn er mal fluchen muss, entschuldigt er sich. Und gerade zu Zeiten des Internets, wo Digger oder Vulgärsprache einfach zum Sprachgebrauch dazugehört, das ist einfach schön, wenn es auch andere Vorbilder gibt. Auch diese Nicht-Clickbait-Sache finde ich total schön. Ich meine, klar, er ist voll in der Szene drin, der braucht sowas eigentlich gar nicht. Aber er könnte ja noch mehr Aufrufe machen, wenn er wollen würde. Also Zombie, mach weiter so und bleib so, wie du bist, weil ich finde das sau cool, so wie das ist. Ach ja, der kennt Gronkh persönlich, das macht mich sehr neidisch. Ja. Na gut, dann jetzt ein einfaches Wort, okay? Ja, bitte. Jetzt reicht's aber! Du absolut hässlicher! Hat euch meine kleine Analyse gefallen? Würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Like bzw. ein Abo da lassen könntet. Mach ich auf jeden Fall. Ich muss auch einfach sagen, schaut wie gesagt gerne bei CEO vorbei. Zombie ist einfach ein netter Dude. Und der zieht einfach sein Ding durch, spielt auch Spiele, auf die er... Ja, das, man merkt einfach, dass er so hier Demon's Souls zum Beispiel, einfach ein Ding, worauf er so 100% Bock hat und die er dann auch hochlädt. Bei mir ist es meistens so, wenn irgendein Spiel da ist, was ich sozusagen, was auf meinem Kanal nicht funktioniert und ich es trotzdem feier, dann lade ich es meistens nicht noch weiter hoch, weil ich mir einfach denke, ach komm, dann spiele ich es privat einfach weiter. Aber Zombie ist einfach, ja, weiß nicht, der feiert das dann so und macht dann einfach mal 7 Stunden, obwohl das hat 190.000 Aufrufe, 7 Stunden, 43 Minuten Demon's Souls. Das ist schon cool. Und Zombie ist auch einfach ein super netter Typ und als Teil des Freedom Squads auch für mich einfach unverzichtbar. Wenn man hier durchscrollt, sieht man auch wenn ich nicht so oft bei Zombie auf dem Kanal bin, aber hier, da habe ich es mal geschafft hier. Ach, der ist einfach ein klasse Kerl. Kann man nicht anders sagen.